Morning, in the morning. Ich bin Frieda und wir sind zurück zu einem erneuten Let's Play mit Heyday. Und ich werde eine Aufgabe jetzt löschen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe es schon öfter gesagt. Für mich ist das nichts. Für mich ist das nichts. Ich weiß, viele von euch machen das gerne. Die kommen auch besser damit zurecht. Aber ich und Helferaufgaben, wir sind verfeindet. Wir sind verfeindet. Und da wir ja keinen Druck in der Gemeinschaft haben, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich die lösche. Ich habe ja ansonsten eigentlich alle Aufgaben. Oh, guck mal. Perfekt. Perfekt! Ja. Nee, also, ihr habt jetzt, glaube ich, 3 Tage gehabt oder so. Zwei Tage auf jeden Fall. Heute wäre, glaube ich, der 3. Tag. Ey, es ist einfach die Hölle. Es ist die Hölle. So, nehmen wir eben. Oh, das ist auch die Hölle. Muss erstmal Sachen verkaufen. Zip. Ich wollte jetzt gerade schon Klebebänder verkaufen. Nein. Keine Klebebänder. Ich muss eh relativ viel verkaufen, weil ich brauche ja Platz für die Erze. So. Und da immer Sachen verkaufen, die ich immer leicht wiederherstellen kann. Hier, ich glaube, Kaffee auch. Ne? Kaffee ist auch ein ganz leichtes Ding. Das hier auch, der grüne Smoothie. Was haben wir noch, was man leicht wieder machen? Apfelsaft kann man leicht machen. Dann die Hosen, die findet man immer wieder. Na, so Sachen kann man ruhig. Hier, die auch. Ist nicht so tragisch. Ist wirklich nicht tragisch. Was machen wir noch? Komm, wir verkaufen auch nochmal 10 goldene. Die werden eh nicht so oft angefragt irgendwie. Also von den. Komm, die auch nochmal. Roten Smoothie auch. So, jetzt reicht. Jetzt haben wir eigentlich Platz genug. Die werden irgendwie auch gar nicht so oft angefragt vom Lieferwagen. Hab ich das Gefühl irgendwie. Also so oft jetzt nicht. So. Da sieht man erstmal, wie lange die Schmelzöfen immer brauchen. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, was länger nicht gespielt. Und guck mal, die Schmelzöfen sind immer noch nicht fertig teilweise. Ja, die brauchen richtig lange. Und ich sehe schon, die Spitzhacken reichen nicht. Und ich weiß nicht, ob ich eine Tom-Karte habe. Wahrscheinlich nicht. Moment. Ich bin ja, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, benutze ich ja überhaupt erstmal die... sag das mal schnell. Die Karten. Vorher habe ich die Karten nie benutzt. Wirklich nie. Ich habe die immer behalten. Keine Ahnung warum. Also ich habe die behalten und habe dann lieber den Tom so geholt. Aber jetzt im Moment, nee. Oh, direkt 16.000. Perfekt. Komm, nochmal. Ich will nochmal 32.000. Komm, ach man. Oh, das ist auch gut. So. Ja, also wenn man... Ui, also da kommt was zusammen, ne, an Dekos, wenn man jeden Tag mal hier dreht. Oh nein, eins, nee, komm. Eins vor dem Geld. Oh, ja, oh nein. Ich bin traurig. Nein, ich bin nicht traurig. Das ist schon okay. So, die löschen wir. Genau, wir wollten mal gucken, Tom. Ihr seht, ich habe 85 gekaufte, 32 im Lager. Also ich habe eigentlich die Karten nie so genutzt. Aber ja, jetzt schon öfter eigentlich. Tom aktivieren. Ich bin heute... eigentlich auch zu Hause. Heute ist mein freier Tag. Immer Samstag. Wobei ich arbeite auch manchmal samstags. Oh Mann.
Ja, deswegen kann ich den Tom auch benutzen. Ist ja nur alle 2 Stunden. Vielleicht stelle ich mir einen Timer. Immer für alle 2 Stunden. Könnte man eigentlich machen. So ein bisschen Honig machen. Honig, also generell Bienenwachs, ne? So richtig wenig habe ich immer. Also jetzt hatte ich gerade, klar, der hatte gerade 24, glaube ich, oder so. Habe jetzt Honig gemacht. Aber hierfür habe ich eigentlich immer zu wenig. Das ist echt Katastrophe. Also um Kerzenwachs zu machen. Ich mache so selten jetzt Kerzen immer, weil ja, einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Ansonsten läuft das Derby übrigens bei mir sehr gut. Oh. Ach du lieber Mensch, ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal. Meine Farmhelfer, die haben einfach so viel verbraucht hier. Ah, die sind auch echte Raffzähne. Also die brauchen echt immer viel. Ah, Zucker machen wir auch noch mal ein bisschen. Die verbrauchen immer ordentlich. So. Zack, guck mal, oh, da kommen gute Tools. Gute Tools kommen dabei rum. Dann haben wir ein Geschenk. Das Event ist vorbei. Das will ich auch aufbauen. Und wir haben ja Ostern. Wir haben ja Ostern und ich will auf jeden Fall auch irgendwie, ja, so was Ostermäßiges machen. Ach, guck mal, RV. 40 Punkte, kein Tool. Also manchmal verstehe ich das nicht. Die schwersten Sachen geben am wenigsten. Also der V und auch die Zootiere geben irgendwie am wenigsten. Und hier die Pferde und Esel geben meiner Meinung nach irgendwie das meiste. Da habe ich immer Tools am Start. Immer. Oder hier Katzen. Guck mal, 2 Tools. Bam. Bei 6 Katzen. Wahnsinn. Oder hier. Ein Klebeband, na gut. Aber er ist gut. Die Hunde. Bam, 2 Tools. Seht ihr, was ich meine? Ja, bei den Zootieren manchmal komplett gar nichts. Selbst bei den Hamstern kriege ich hier was. Also das, oh, was ist denn oben passiert? Lol, was war das denn? Komm, wir drehen das mal eben. Nur drehen, ich mache jetzt erstmal hier nichts, weil. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Aufgabe zu Ende machen. 9. Ja, 8. Tägliche Quest abgeschlossen. Wir haben das Glücksschwein, das können wir machen. Das habe ich mir extra aufgehoben für euch. Das können wir auch nachher noch am Ende machen. Wieder 9. Yeah. Guck mal, guck mal. 48. Sprit. 48 Sprit. Das ist gut. So, weg damit. Zack, zack. Und einsammeln. Sind wir jetzt gleich auch schon fertig. Aber ich lasse den. Oh, nochmal zweimal Dynamit. Wo habe ich denn die Dynamits her? So, fertig. Ich werde jetzt aber noch gucken, was in den Schmelzofen reinpasst, weil das nimmt immer sehr viel Platz weg. Ich glaube, ich mache Schiff. Oh! Ja, seht ihr, ich bin schon fertig. Jetzt habe ich aber eine Aufgabe gelöscht. Eine Aufgabe habe ich gelöscht. Komm, ich mache eine extra Aufgabe. Normalerweise mache ich das nicht. Aber ich habe eine gelöscht und ja, komm, kann man auch mal eine extra Aufgabe machen. Das ist nicht schlimm. Normalerweise habe ich mir gedacht, nee, extra Aufgaben mache ich eigentlich nicht mehr. Weil wie gesagt, wir sind sehr locker. Ich meine, ich habe trotzdem sehr, sehr viele Punkte. Ich muss mal gucken, was es bei den Belohnungen gibt. Ob sich das diesmal lohnt, das kleine Derby. So. Oh, Deko, Deko, Karte. 3 sind noch über. Ja, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Puzzleteil, wobei, gut, da sind jetzt so viele Tiere noch, die man machen muss. Die kann man weitersammeln. Da nehme ich die 2 Dekos und da nehme ich die Karte. Ich glaube, ich werde noch nicht mal mischen. Ich werde das so lassen. Weil,
Ja, die ersten drei, da kommt eh nichts Besseres. Und das ist dann okay. Gucken wir hier rein. Guck mal hier, Schmetterlingsfarben, maximal, Linus maximal, Lausi maximal, also außer die Extraaufgaben, Mysterium maximal. Also die spielen schon eigentlich alle sehr gut. Außer unsere Kleinen halt, ne? Gut, und mit 0 Punkten, das ist natürlich doof. Das muss man nicht machen. Eine Aufgabe ist halt, ja, ist auch schon mit Level 64, ne? Also hätte man auch, also da meldet man sich eigentlich lieber ab. Ich sag mal so, drei oder vier Aufgaben. Also eine Aufgabe und zwei ist auch schon. Na, selbst hier die Level 40er Domi, die hat schon drei Aufgaben gemacht. Das ist dann schon, ja, besser ein bisschen. So, gucken wir mal hier rein. Dö, 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 dö. Liebe Grüße. Liebe Füße. Annehmen. Ich glaube, das stelle ich auch. Erstmal, hier war eine Kiste da. Drei Grüne, sehr gut. Ja, passt das überhaupt noch dahin? Es muss ja eigentlich dahin. Ich will mal gucken, wie groß das ist. Nee, da ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist bei Geschenken, ne? Das ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, bei Zoo 2 zum Beispiel, da hat man immer das Neueste ganz oben, was man zuletzt weggepackt hat. Oder, oh, die sind gar nicht so klein. Die sind gar nicht so klein. Ich glaube, ich werde mal den Weg wegpacken. Oh. Ja. Passt ja irgendwie thematisch da in die Ecke. passt ja irgendwie. Kann man lassen, oder? Ja. Also wie gesagt, das hier gab es auch schon mal, meine ich, zu Ramadan irgendwas oder so. Und das hier ist, glaube ich, irgendwas Chinesisches. Ne? Oder? Bin ich mir aber auch nicht sicher. Aber ich meine, das hier war auch schon mal so Ramadan-Fest oder irgendwie so. So, eigentlich kann man den dahin machen. So. Und davon noch einen. Habe ich davon noch einen? Mal eben gucken. Ja, klar. Einen habe ich noch. Habe ich wahrscheinlich weggepackt. So. Ja, hier die Deko da. Ist natürlich auch fehl am Platz. Ich könnte einen Zaun machen hier am Rand. Würde das gut aussehen? 2, 1. Hiervon habe ich 6. Hilfe. Ja, das ist alles ein bisschen klein, ne? Und eigentlich will ich ja auch umbauen. Deswegen. Oh, ich glaube den. Wartet mal. Nee, ein näher ran geht nicht. Das ist schon ganz am Rand. Das ist bereits am Rand. Aber, ja, 6 sind auch zu wenig. Kommt man nicht weit mit. Kommt man nicht sehr weit mit. Aber sonst habe ich, glaube ich, keine schönen Zäune. Lila Hecke. Och Mann, ja, also es ist wirklich, man muss sich erstmal daran gewöhnen hier wieder. 51 Schnüre. Nee, oh, 12 Friedhofzäune. Das ist eine Menge. Ich lasse es jetzt trotzdem erstmal stehen. Passt aber eigentlich auch nicht, weil von der Farbe her passt es eigentlich auch nicht. Ne? Ich lasse es jetzt aber einfach mal stehen, weil keine Lust jetzt. So, ein Brett, ein Brett. Ja, war ja klar irgendwie. Ja. Also mit Zeitung habe ich irgendwie nie so das Glück. Da gibt es andere Spezialisten, die da voll in der Materie sind. Die immer warten, bis der Briefkasten wackelt. Dann ist er nämlich neu, die Zeitung. Und dann schlagen die zu und dann kriegen die auch meistens. So. Hier machen wir auch mal eben schnell. Und dann gehen wir nochmal ins Tal. Ah ja, Osterdeko. Wollte ich hier auch gucken. Ups.
Ich habe keinen Platz für Osterdeko, glaube ich. Ich werde einfach jetzt, wenn das funktioniert, das andere Layout aktivieren und gucken, ob ich da Platz für eine Osterdeko habe. Und dann werde ich das halt Stück für Stück in den Let's Plays in den nächsten herrichten. Also umgestalten. Weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ja, wobei ich könnte hier vorne, guckt mal. Was ist das denn? Das ist ja nichts. Also, das ist ja Quatsch. Da diese Wiese mit. Da könnte man was Ostermäßiges hinmachen. Da könnte man. Ja, ich gucke mir mal eben das Layout an. Da schon lange. Also da ist Weihnachten. Ja, guck mal, da ist ein Friedhof bei. Oh Gott. So, komm. Wir gucken mal rein. Das wäre das andere Layout. Da werden wir wahrscheinlich direkt schon ein Problem haben mit dem Feld, weil das Feld zu groß ist. Zu klein. Ja, ich habe zu viele Felder. Dann mit den Muscheln gefällt mir auch nicht mehr. Das muss dann auch weg. Dann. Ja, das ist eigentlich okay. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, das ist alles okay. Ja, das ist eigentlich hübsch, ne? Selbst den Friedhof kann man lassen. Ja, das ist eigentlich auch okay. Ja. Dann sind da die Pferde. Ja, hier habe ich einfach die Maschinen hingestopft, weil ich ja halt keinen Platz hatte dafür, ne? Ja. Da oben, das gefällt mir auch nicht, aber da ist ein Osterei. Da ist ein Osterei. So, da fehlen die Bienenbüsche, da müssen wieder mehr Bienenbüsche hin. Bei dem Layout hatte ich relativ viele. Ansonsten, boah, ich muss alles also umdenken dann, ne? Ich muss bei allem umdenken, weil die Maschinen komplett anders stehen. Hier unten sind Tiere. Ja, und das ist querbeet hier, ne? Also hier unten ist Mischmasch. Jetzt habe ich hier noch ein paar Bäume. So. Guck mal, Felder sind auch gar nicht so. Komm, wir aktivieren das einfach. Wir aktivieren das und behalten das. Und ich habe schon überlegt, man kann Bienenbüsche und diese anderen Büsche, hier von diesen Tieren, von diesen. Ey, ich wollte es so aktivieren. Aktivieren. Bienenbüsche und von den anderen Tieren das zusammen machen. Und zwar in einem schönen Wechsel. Also immer ein Bienenbusch und dann oder außen zwei Bienenbüsche und innen die anderen Büsche. Wisst ihr? Guckt mal. Wir probieren das jetzt mal aus. Dann ist das, was ich heute. Ey! Oh, ey, meine Finger sind vielleicht zu groß geworden. So. Können Finger größer werden? So. 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 Und. Ey, ich habe schon wieder den Weg genommen. Wo habe ich den Weg weggenommen? Mann, das darf doch nicht wahr sein. So. So. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Bienenbusch. Und dann haben wir genug. Ach da sind ja auch noch welche. Jetzt haben wir sogar welche zu viel. Aber wenn wir Glück haben. Ach komm, wir machen die einfach weg. Ist egal. So. Jetzt passt das nämlich. Und jetzt kann man die. Oh, das geht aber nicht. Das ist ja einzeln. Da bin ich ja ewig dran. Da bin ich ja ewig dran. Müssen wir nochmal in den Baumodus.
Layout bearbeiten. Löschmodus. So, jetzt kann man die einfach hier nämlich weglöschen. So, das waren sie. Die löschen wir auch weg. Und jetzt kann man die hinstellen. Und ich finde, sieht gar nicht so schlecht aus. Ne, muss ich so reinziehen. Ja, manchmal geht der Pinsel auch nicht immer. Wenn die Fläche nicht wirklich gut einsehbar ist, dann funktioniert der Pinsel nicht immer. Das ist leider nicht so gut gemacht, sage ich mal. Sag mal vorsichtig, nicht so gut gemacht. Jetzt muss man natürlich gucken, die sind jetzt in der Mitte. Wo tut man jetzt die Eichhörnchen hin? Oh Mann, die müssen ja eigentlich auch. Also in die Mitte passen die nicht, das sieht doof aus. In die Mitte passen die nicht. Vielleicht kann man sogar die in der Mitte um den Baum herum auch nochmal Bienenbüsche machen. Kann man vielleicht machen. Oh, da passt der auch nicht hin. Ich stelle ihn jetzt erstmal dahin. Natürlich bleibt er nicht da. Also der kommt auf jeden Fall woanders hin. Ich weiß noch nicht wo. Aber es wird, es wird. Ich wollte ihn ja eh nebeneinander haben, weil ich die viel zu selten einsammle, die hier, ne? Habe ich ja gesagt, viel zu selten mache ich das. Und das muss ich auf jeden Fall ändern. Wenn die jetzt ein. Ups. Nee, nee, nee. Was? Könnt ihr da oben hinstellen? Also da werde ich mir was aussuchen. Natürlich haben die einen viel weiteren Weg als die Bienen, aber das ist nicht so schlimm. Weil ich gucke ehrlich gesagt jetzt auch nicht so oft ins Spiel rein. Das heißt, das verkrafte ich. Das verkrafte ich. Ne, die müssen halt immer so weit laufen, sammeln und wieder zurücklaufen. Ja, aber es sind Eichhörnchen. Die schaffen das. Oh nein, ich hätte die einen. Oh nein! Oh nein! Ich hätte die einen nicht fällen müssen. Ich habe es einfach gemacht. Die hätte ja auf Helfen machen können. Weil die hier bei. Die waren ja zu fällen schon. So. Die kommen weg. Das ist zum Helfen. Mann, das ist aber so unterschiedlich. Warum denn das? Komisch. So. Sehr schön, sehr schön. Also das gefällt mir schon gut, weil das auch so ein bisschen Abwechslung ist. Und dann sind da Bienen und Eichhörnchen immer fleißig am Sammeln. Klar, ich habe Eichhörnchen jetzt viel zu wenig. Finde ich auch ein bisschen doof, bin ich ganz ehrlich. Also das sind viel zu wenige. Hätte ich auf jeden Fall gern ein paar mehr. Ja, aber das dauert. Das dauert so lang. So, ich bin echt am Überlegen, wo ich die hintue, die Eichhörnchen. Ich bin am Überlegen, die Saftpresse da oben erstmal wegzutun. So. Die stelle ich jetzt hier hin, weil die Meerschweinchen müssen ja auch noch irgendwo hin. Also hier sind die Tiere. Oh nein, und Hunde und Katzen sind eigentlich. Eigentlich muss ich alle Tiere beieinander haben. Da sind die Hunde und Katzen alle. Schwierig, weil ich mache das ja eigentlich immer jeden Tag. Also ich werde mal gucken. Ich werde das Layout hier fertig machen. Werde gucken, wie ich hier mit spielen kann. Und wenn das jetzt nicht so gut funktioniert, dann werde ich es wieder tauschen. Ne? Dann werde ich es wieder tauschen. Ich hoffe aber nicht irgendwie. Ich würde es schon eigentlich ganz gern beibehalten. Guck mal, und hier kriegen wir das Feld auch fast, denke ich mal, komplett hin, weil ich das hier einfach wegmachen werde. Ups. So, guck mal. Notfalls mache ich das ein Feld weiter nach oben. Das geht nämlich auch. Ich kann die Hecke komplett um ein Feld nach oben versetzen noch. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt der locker dahin. Passt der locker dahin. Easy, easy.
Also das passt auf jeden Fall komplett dahin. Das ist gut. Und hier machen wir mal Hilfe. Ihr müsst halt immer gucken beim Umbau. Guck mal, das passt mir auch nicht. Da muss eigentlich, weiß ich nicht, warum ich es damals so gemacht habe, ein Baum hin. Das ist doof, wenn das keine Höhe da hat. Ne? Also es muss Höhe haben hinten, sonst sieht es doof aus. Also sieht alles flach aus. So, wir müssen erstmal bei Bäumen gucken. Haben wir hier nicht so ein extra Feld für Bäume gehabt? Irgendwie ist das hier kleine Kiefer, kleiner Laubbaum. Ja, eine Palme wäre eigentlich nicht schlecht da zwischen den Sachen, ne? Sollen wir mal gucken nach einer Palme. Ja, ist jetzt eine Palme, die ist ein bisschen verloren. Guck mal, der macht gar keinen Sinn da. Der macht wirklich keinen Sinn, ne? Den kann man wegmachen. Dann kann man den ein Stück vorholen. Warum passt der nicht? Weil da auch noch eine Mauer ist. Okay. Aber wir können auf jeden Fall schon mal eine zweite Palme dahinter machen. Das sieht auf jeden Fall dann schon mal wieder ein. Ah, ey, ich kriege die Krise. Überall tippe ich drauf. Sieht es auf jeden Fall nochmal wieder anders aus. So. Schon mal zwei Palmen. Dann hat man dazwischen zwar die Lücke, aber das passt schon, ne? Dass die Pistole jetzt weiter vorne steht wie der Haken. Also da muss ich auch nochmal ran, da oben, ne? Das gefällt mir gar nicht. Auch diese ganzen. Ich glaube, es war Halloween. Ich glaube, es war Halloween und deswegen habe ich die da. Wahrscheinlich habe ich die überall stehen, ne? Guck mal, da ist doch schon Ostern. Da ist auf jeden Fall eine Osterdeko. Ja, eine. Eine Osterdeko. Hier ist auch eine Osterdeko. Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Osterdekos. Nicht viele. Aber hier und da auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch Quatsch hier, ne? So am Spielplatz, alles so voller Blumen. Kinder, bewegt euch nicht. Trampelt nicht die Blumen platt. Ihr müsst jetzt für immer da bleiben. Oh, wie ist das denn hier? So eben. Zack. Guck mal, ey, was machen die denn? Die blöden Bienen. Jetzt kommt ein Busch nach dem anderen. Ist ja auch doof. So, was sagt jetzt zu meiner Farm? Wo kann ich noch verbessern? Hier braucht jemand Käse. Wo kann ich noch verbessern? Sollen wir mal gucken zusammen? Wir können ja mal gucken bei ihm. Dann sage ich es aber im Video. Eieiei. Ja, gut. Ja, gut. Ist eher so auf praktisch gemacht, ne? Die Farm ist eher so auf praktisch, wobei hier oben hat er ein bisschen dekoriert. Wobei auch ein bisschen wild, ne? Guck mal, manche Sachen, das ist ja mehr so wild zusammengestellt. Sieht aus wie ein Abstelllager, ne? Also hier Vogeltränke vor dem Dings, direkt daneben der Brunnen. Hier Bänke, die gegeneinander schon fast stehen. Ein Zaun davor. Also wenn man auf der Bank sitzt, sitzt man vor der Kante vom Zaun. Ja, es sieht eher aus wie ein Abstelllager. Hier. Der Zaun auch ein bisschen komisch gewählt. Also, er hat ja auch noch nicht den Platz, muss man dazu sagen. Ne? Hat er hier wenig Platz. Sehr wenig Platz. Warum? So viel Zeug hier stehen, aber so wenig Platz. Da würde ich auf jeden Fall. Ein bisschen weniger Deko ist manchmal mehr. Er macht auch überall Zäune hin. Also, hier weiße Zaun ergibt schon ein bisschen Sinn. Den kann man auf jeden Fall lassen, würde ich. Ja, diese Statuen sind halt toll, aber die passen. Ja, ist ja kreuz und quer alles ein bisschen, ne? Also hier verstehe ich schon den Ansatz. Da sollte so ein Park werden oder so, ne? Hätte ich vielleicht andere Bäume genommen. Ansonsten
Den hätte er zum Beispiel zusammenstellen können. Den kleinen Bach und den großen. Das sieht nämlich dann aus, als wenn die zusammengehören. Da die Ecke ist auch gut. Ne, da kann man sich hinsetzen. Daneben ist eine Orgel. Das passt auf jeden Fall. Aber hier, das ist wirklich ein bisschen sehr kreuz und quer. Und das natürlich auch. Das gut, ne? Aber wo soll er sie auch hinstellen im Moment? Tiere alle beisammen. Ja. Wenigstens hat er sie nicht doppelt eingezäunt. Das machen auch viele. Doppelt einzäunen, wo ich mir denke, hä, die haben doch schon Zäune. Dann machen die nochmal Zäune drum. Er hat auch hier und da mal eine Hecke gewechselt. Also die Farbe. Finde ich auch ganz schön. Das ist auf jeden Fall gut. Hier, das finde ich auch gut. Mit der Reihe frei und dazwischen mal die Lampen. Das hat er gut gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Auch so einen doppelten Weg. Hier trennt er den Weg und wird einmal links, einmal rechts, anderen Weg. Kann man machen, ne? Ist eigentlich okay. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial. Hier hat er halt seine Bäume gemacht. Alles schön in Reihe. Ist halt auch praktisch, ne? Wobei, man kann auch mit Bäumen teilweise dekorieren. Das ist. Und hier, guck mal, wenn du so ranzoomst, du siehst, du hast wirklich eine große hässliche Kante. Das hat das Spiel leider so gemacht. Hier ist eine hässliche Kante. Die kannst du verstecken. Ne, zeige ich dir gleich bei mir. Dann stellst du da große Bäume hin. Und dann versteckst du die so ein bisschen. Zum Beispiel die Kirschbäume. Ne? Wenn du die in Reihe hier hinten hinstellst, also statt Hecke, die Kirschbäume, glaub mir, das sieht viel besser aus. Oma und Opa können nicht runter. Der Weg ist einfach verschlossen. Ne? Also hier würde ich die Bank und so ein bisschen rüber und dann da einen Weg frei, dass Oma und Opa auch runter können. Ja, das, ja, gut. Ist quasi auch doppelt eingezäunt, ne? Hier hätte ich vielleicht auch was anderes genommen als Palmen. Ne, vielleicht auch so eine Strohdeko oder sowas. Oder, ja, eine Windmühle in die Mitte oder so. Und statt Stein hätte ich da auch eher vielleicht Wasser genommen oder so, wenn überhaupt. Ne? Also, wenn man es überhaupt nochmal doppelt einzäunen muss, weil hier ist ja quasi schon eingezäunt und dahinter dann nochmal ein Zaun. Ja, gut. Ne? Das Haus kann man auch super dekorieren. Ich hoffe, ich gehe jetzt mal zurück. Ich hoffe, ich habe das bei mir gemacht. Nee, hier habe ich es nicht gemacht, aber bei dem anderen Layout habe ich es gemacht. Da habe ich das Haus ein bisschen dekoriert. Hier habe ich es jetzt auch nicht so gemacht wie sonst, aber hier sind überall immer wieder mal große Bäume davor, siehst du? Damit das so ein bisschen versteckt ist. Im Weg zu Oma, ne, gibt es auch. Und hier, siehst du, da habe ich den kleinen mit dem großen so ein bisschen verbunden. Und dahinter diesen Gießemann. Und hier auch, siehst du, überall diese hässliche Kante mit großen Bäumen verdeckt. Ne? Damit man die nicht sieht. Ja. Also so hätte ich es gemacht. Auf jeden Fall. So, aber ich sehe gerade, boah, ich bin gleich bei 35 Minuten. Ich will auch keinen langweilen oder so. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall mal raus. Moment. Ein paar Kartoffeln hier anpflanzen. Bin ich auf jeden Fall mal raus. Und wir sehen uns bestimmt bald schon wieder. Aber ich mache ja sehr viele Let's Plays, wenn ihr nichts verpassen wollt. Auf jeden Fall Glocke aktivieren. Und das ist neben Abonnieren diese kleine Glocke, wenn ihr da drauf tippt. Dann kann man Benachrichtigungen für alles antippen. Und dann kriegt ihr für alles immer bei eurem Handy eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. So dass ihr immer mit die ersten seid, die das erfahren. Und das ist auf jeden Fall. Also ich mache das auf jeden Fall bei vielen YouTubern, die ich gucke. Ja. Es ist immer ein bisschen komisch, das zu erklären. So. Ja. Ich bin raus. Wir sehen uns. Bis dann. Eure Ente. Tschüss.